Frau Bundesministerin Edtstadler möchte sich ebenfalls nochmal zu Wort melden. Bitte sehr. Vielen Dank, Frau Präsidentin, geschätzte Damen und Herren Bundesräte. Ich habe eingangs gesagt, ich habe mich am Anfang zu Wort gemeldet, um vielleicht noch auf ein paar Dinge auch hier eingehen zu können. Das möchte ich an dieser Stelle tun. Aber Herr Abgeordneter Schennach oder Herr Bundesrat Schennach, ich möchte zu Beginn schon meine persönliche Enttäuschung über Ihren Eingang der Rede zum Ausdruck bringen und ich hätte mir das eigentlich von Ihnen nicht erwartet. Das möchte ich in aller Deutlichkeit sagen. Ich komme zurück auf das, was ganz am Anfang gesagt worden ist. Am Anfang ist mir vorgehalten worden, dass ich am Freitag nicht bei der Abschlussveranstaltung war. Und ja, ich sage Ihnen ganz offen, die Bilokation ist leider noch nicht erfunden. Ich warte wirklich händeringend darauf. Ich habe von Anfang an klargemacht, dass ich bei diesem Termin nicht dabei sein kann. Warum? Weil vor mehr als einem Jahr der Termin für das Europaforum Wachau festgelegt worden ist und ich dort nicht nur einen aktiven Part hatte, sondern auch den Gast, meinen Gast, der am nächsten Tag dann auch der Gast des Bundeskanzlers war, Edi Rama, betreut habe. Bei so einer Gelegenheit entstehen Fotos, wenn man viel unterwegs ist. Und wenn man so viele Veranstaltungen macht wie ich im Rahmen der Zukunftskonferenz, entstehen noch mehr Fotos. Und wir haben nur einen Teil dieser auch aufgenommen in dem Bericht. Im Übrigen sind auch Europagemeinderätinnen und Europagemeinderäte abgebildet. Jetzt können Sie mir vorwerfen, dass dort 62 Fotos, ich habe es nicht gezählt, da in diesem Bericht sind, aber was ich wirklich eigentlich übergriffig finde, ist, dass Sie auf die Bandbreite meiner Garderobe reflektieren. Und das zeigt sich leider, wie Frauen in der Politik behandelt werden. Und ich muss hier tatsächlich auch emotional werden, weil ich habe noch nie von irgendjemandem gehört, wie eine Krawatte ausschaut oder welche Farbe die Krawatte hat oder ob die Auswahl des Sakkos heller oder dunkler ist. Und ich möchte das zum Anlass nehmen, um da hier ein ganz klares Statement auch zu setzen, wie man sozusagen anders umgeht mit Frauen in der Politik als mit Männern. Ich komme aber auch zurück auf Ihr versöhnliches Ende und freue mich auch darüber, dass Sie sozusagen bei mir in guten Händen wissen. Ich kann Ihnen allen versichern, dass wir einen Follow-up-Prozess hier nicht nur anstreben, sondern aktiv vorantreiben, dass wir selbstverständlich darauf achten werden, dass wir die Ideen, die hier vorgebracht werden, auch umsetzen. Und ich darf auch sagen, dass von den über 300 Ideen nur rund 19 tatsächlich eine Vertragsänderung nach sich ziehen würden und viele von denen auch schon aufgenommen worden sind in Vorhabensberichte der Kommission oder da es in Zukunft geschehen wird. Wir haben sie nämlich auch klassifiziert. Das ist mir ein ganz besonderes Anliegen, genauso wie der Westbalkon und auch die Betreuung des Edi Rama am Freitag, eben wo die Abschlusskonferenz stattgefunden hat. Und ohne es hier in die Länge ziehen zu wollen, aber ich möchte noch einmal auf das zurückkommen, was der Abgeordnete Dr. Hübner auch gesagt hat. Das heißt natürlich Konditionalitätsmechanismus, ja, von Conditio, also Conditio sine qua non gleichsam. Das ist das, was die Rechtsstaatlichkeit für mich ist, eine Bedingung, die auch nicht irgendwie umgangen werden kann oder wo es irgendwie Kompromisse gibt und deshalb auch mein wirkliches Bestreben, das hier auch in die Verträge aufzunehmen. Ich glaube, das ist nicht irgendein Grundbaustein, sondern das ist wirklich ein Konglomerat, auf dem unsere gemeinsame Zusammenarbeit aufbaut. Und das sind nicht irgendwelche Werte, sondern das sind die Grundwerte, mit denen wir unser Europa der Vergangenheit gebaut haben und mit denen wir auch das Europa der Zukunft bauen werden. In diesem Sinne, ich kann Ihnen versichern, solange ich in dieser Funktion bin und ich gehe davon aus, dass das doch noch eine Zeit sein wird, wird es auch weiterhin Fotos geben von Veranstaltungen und ich werde weiterhin mit den Bürgerinnen und Bürgern sprechen und zwar bei jeder Gelegenheit, egal ob das auf Gemeindeebene im Wirtshaus ist oder bei der digitalen Sprechstunde mit den Europagemeinderäten oder auch im Europäischen Rat mit Vizepräsidenten, mit anderen Ministern und ich werde auch nicht aufhören, Allianzen zu schmieden, damit wir gemeinsam an einer guten Zukunft für Europa bauen. Vielen Dank. Heute sind einige Schulklassen bei uns im Hohen Haus. Wir begrüßen die neu hinzugekommenen Schülerinnen und Schüler bei uns. Herzlich willkommen. Applaus